Heute stellen wir ein Gerät von Klarstein vor, und zwar geht es um einen Sous-Vide-Garer, den Klarstein Tastemaker. Als Sous-Vide bezeichnet man eine Garmethode von Fleisch, Fisch oder Gemüse in einem Kunststoffbeutel bei sehr niedrigen Temperaturen unter 100 Grad. Sous-Vide kommt aus dem Französischen und bedeutet unter Vakuum. Dieses Vakuumgaren erfolgt im Niedriggarverfahren in einem Wasserbad oder temperaturgeregelten Dampf. Die niedrige Temperatur sorgt dafür, dass Vitamine, Nähr- und Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Das ist beim herkömmlichen Kochen auf dem Herd, bedingt durch die dort entstehenden hohen Temperaturen, leider nicht möglich, denn dort werden Nährstoffe und Vitamine größtenteils zerstört. Der Vorteil von Sous-Vide-Garen liegt auf der Hand, denn das Gargut wird im eigenen Saft gegart, sodass das Aroma komplett erhalten bleibt, sowie der Geschmack und auch Mineralien. Weil einfach nichts entweichen kann. Das Gargut befindet sich in einem abgeschlossenen Raum. Man muss das Gargut nur mit entsprechenden Gewürzen und Kräutern oder Soßen in einen Vakuumbeutel einschweißen und die Temperatur und die Garzeit einstellen. Über den eingestellten Zeitraum hält das Gerät die gewünschte Temperatur im Temperaturbereich von 40 bis 90 Grad und das mit einer Maximalabweichung von nur 1 Grad Celsius. Der Garvorgang kann in 10 Minuten Schritten von 1 bis 24 Stunden eingestellt werden. Bei dem Klarstein Tastemaker handelt es sich um ein Gerät mit 550 Watt, ein Fassungsvermögen von 6 Litern. Das Gewicht beträgt 3,8 Kilo und die Maße 36 x 23 x 30 cm. Er hat ein wunderschönes Design, das man auch gerne auf der Arbeitsplatte stehen lassen kann. Er ist rot, das ist vielleicht für viele nicht so schön, aber dann kann man ihn auch in den Schrank stellen. Wir finden ein echter Hingucker auf der Arbeitsplatte. Der Deckel und der Innentopf sind spülmaschinen geeignet. Ein einfaches Reinigen ist somit garantiert. Das Gerät ist sehr selbsterklärend und über das LCD-Display an der Gerätefront bedienbar. Die Bedienungsanleitung ist etwas einfach gehalten. Aber wenn man da Fragen hat, kann man auch gerne mal im Internet nachschauen. Wie gesagt, es ist ein Einsteigergerät ohne große Firlefanz. Ein-, zweimal gemacht hat man eigentlich den Bogen raus, wie es funktioniert. Die Kosten halten sich gering, da der Stromaufwand gering ist. Man braucht nur noch einen Vakuumbeutel und wenn nicht vorhanden, einen Vakuumierer, der aber auch für andere Zwecke benutzt werden kann. Eventuell hat man sogar schon einen. Das Positive an diesem Gerät ist, dass der Tastemaker nicht nur Sous-Vide kocht, sondern er kann auch als normales Niedrigtemperatur-Gargerät benutzt werden oder auch zum Erwärmen oder Warmhalten von Speisen. Auch das Zubereiten von Eintöpfen und Co. kann hier gemacht werden. Also es ist ein echter Allrounder und eine große Hilfe bei der Zubereitung von geschmackvollen und gesunden Gerichten. Mit einem solchen Gerät kann jeder kochen, auch der meint es nicht tun zu können. Es wird wirklich alles widerlegt, weil man kann einfach gar nichts falsch machen. Das Fleisch wird super zart und man kann es auch als Niedrigtemperaturgarer benutzen, was auch noch ein wirkliches Vorteil ist. Der Preis bei diesem Gerät ist sensationell, denn er liegt unter 100 Euro, was wirklich für ein solches Gerät mit den Funktionen ein echtes Plus ist. Man kann ihn mehrfach einsetzen für verschiedene Sachen und sollte das auch wirklich mal ausprobieren, weil einfacher kann man seine leckeren, gesunden Gerichte gar nicht zubereiten. Deswegen würde ich sagen, probiert es einfach aus. Wir wünschen euch ein gutes Gelingen und einen guten Appetit.